Es ist Mittwoch, der 1. Oktober. Das letzte Viertel der Jahreslosungen fängt heute an. Ich begrüße euch ganz herzlich. Heute heisst es im Alten Testament, Psalm 62, 8, bei Gott ist mein Heil und meine Ehre. Und der 1. Petrusbrief sagt im 2. Kapitel 2 folgende: Seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch, wie die neugeborenen Kindlein, damit ihr durch sie zunehmt zu eurem Heil, da ihr ja geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Zwicka ist unsere Krankenversicherung, Versicherung von unserer Familie, aber ich mache keinen Werbespot für sie, obschon sie eine gute Versicherung ist, wie manche andere. Sie können auch nicht vermeiden, dass die Prämien aufgehen. Das kann niemand heutzutage. Was aber schön ist auf der Darstellung hier, wo wir sehen, die kleinen Kinder haben Hunger, sie wollen schon wieder an die Brust, sie wollen immer ein bisschen trinken. Wir haben das selber erlebt bei unseren 8 Kleinen. Am meisten haben sie es genossen, wenn sie so richtig können trinken. Komisch ist, dass der Petrus sagt, seid begierig wie die kleinen Kinder. Weil den kleinen Kindern hat man das nie müssen befehlen, den Baby hat man das nie müssen eintrichtern. Das war nie eine Aufforderung, sondern es war jenen selber, dass sie einfach Durst hatten, dass sie wussten, dass es für sie gut ist und dass, wenn sie mal dazugekommen sind, sie das einfach bis zum Äußersten ausgekostet und genossen haben. Der Petrus hat es auch nicht so sehr als Befehl gemeint und hat wohl in den Menschen Begierden wecken, die man gar nicht auf diese Art kann, sondern er hat uns ein Bild gebracht, das von selber den Appetit fördert. Das steckt tief in jedem Menschen inne. Es ist eine der allerersten Lebenserfahrungen und der kann man uns immer wieder abholen und sagen, da gibt es zu trinken. Da ist unverfälschte Milch, da ist der ganze Nährstoff, den du brauchst für dein Leben. Und indem der Petrus ein Bild, das schier in jedem Ecke gegeben hat, in der damaligen Welt, heute kommt das ja auch wieder ein bisschen mehr, dass sich die Frauen nicht überall schämen, eben Kind stillen, indem man das Bild nachher nimmt, weckt das die Vorstellung, das ist die Ernährung, die Gott uns schenkt. Aber jetzt entsteht schon wieder ein neues Problem. Wie soll man überhaupt Muttermilch ausgerechnet mit einer Lehre vergleichen? Eine Lehre ist doch etwas Sprödes. Und wir sind alle zusammen durch die Kinderlehre gegangen und durch so manche andere Formen von Belehrung, dass wir sagen, es gibt auch überhaupt keinen grösseren Gegensatz als etwas so Natürliches wie eine Muttermilch und etwas so Steifes und manchmal sogar ein bisschen Autoritäres wie eine Lehre, die einem meistens von Übervätern oder sonst so Schriftgelehrten verabreicht wird. Wie kann man das überhaupt im gleichen Satz nennen und wie kann man solche Vorstellungen zusammenbringen? Vergessen wir aber nicht, der Petrus ist bei Jesus in die Lehre gegangen, wenn man so will. Er war sein Jünger und die Lehre, die er dort bekommen hat, die Form von Lebensschulung, das rabbinische Anschauungsmaterial, die Art und Weise, wie Jesus Leben und Weisheit immer wieder verbunden hat, das ist so ein riesiger Gegensatz zu dem, was wir mit Lehre in Verbindung bringen. Der Petrus war es gewohnt, Jesus an den Lippen zu hängen. Er wusste, hier kommt Lebensweisheit, hier wirst du nicht belehrt. Hier trinkst du dich voll. Hier hörst du zu und könntest noch 2 Stunden länger zulassen und merkst nicht einmal, dass die Leute schon 3 Tage lang nichts gegessen haben. So war die Lehre von Jesus. Die Generation, die mit dem Shoppen ernährt wurde, ich habe auch noch zu dieser gehört, die ist Gottlob vorbei. Wir geben den Kindern, was ihnen wieder gehört. Ich hoffe, auch die Generation, die Christen so quasi mit dem Shoppen ernährt werden, die gehen auch langsam vorbei und klingen ab und die Menschen lernen wieder einzutauchen in die frische Muttermilch der biblischen Wahrheiten und lernen sich von dem ganz füllen und das geniessen, ohne dass immer irgendwo so ein pfarrherrlicher Beigeschmack daneben ist oder eine belehrende Absicht einem kanalisiert, sondern dass man merkt, Gott verbringt mit uns Zeit, erteilt sein, nicht nur sein Wissen, sondern seine Lebensweisheit, seine Liebe, alles mit uns in seinem Wort. Ich wünsche euch einen schönen Tag.